vielen, vielen Dank. Es freut mich auch ganz, 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 ganz besonders sehr, dass so viele Menschen da sind um diese Uhrzeit und so viele Profis, Expertinnen und Experten. Ich komme überhaupt nicht unter Druck, habe ich vorhin gesagt, dass ich hier Studentinnen, Studentengruppen, verschiedene Hochschulen, Bands, Projekte, also Wahnsinn. Ich bin total begeistert und freue mich sehr und bin eher neugierig, was Sie alle zu sagen haben und welche Erfahrungen Sie mit den Ganzen gemacht haben. Also wirklich ganz toll. Was mir ist natürlich insofern noch spannender macht, dass ich jetzt erstmal 15 Minuten habe und später dann ja nochmal 15 Minuten. Ich habe das so aufgebaut, dass ich die ersten 15 Minuten dazu nutze, um so eine gemeinsame Grundlage vielleicht sage ich auch, zu erreichen für uns hier in der Runde einfach, so von welchem Punkt aus starten wir, welche Ausgangspunkte sehen wir vielleicht, hören wir, um da zu schauen, okay, was macht das mit Ihnen vor allem, die die Musikerinnen und Musiker sind. Und ja, in welchen Kontexten frisst sich was wo rein oder ploppt was auf und klingt etwas auch auf und nicht. Ich bin selber ja, französische Sprachwissenschaftlerin eher und habe Kunstgeschichte studiert und habe aber später tatsächlich mehrheitlich im Bildungskontext gearbeitet mit verschiedensten Zielgruppen. Von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und momentan mehr auch in der Erwachsenenbildung. Genau, vielleicht nur ganz kurz dazu. Ich würde jetzt mein Bildschirm freigeben und sehe Sie und mich selber auch dann nicht mehr. Daher kann ich dann auf nichts reagieren, aber ich glaube, das Team im Hintergrund schaut da auch auf Chat und schaut, was vielleicht nicht klappt. Und genau, dann starte ich einfach in diese schöne Runde, die betitelt ist mit sensibler Sprache. Sensibilität in der Sprache ist ja etwas Emotionales, vielleicht auch etwas Warmes oder etwas Kaltes, etwas, was etwas auslöst. Genau, und ich habe da gedacht, okay, ich starte einfach mit ein paar schönen Worten. Deutsch ist ja eine sehr reiche Sprache. Und Sie sehen, ich habe das Wort Sprache ab jetzt hoffentlich konsequent durchgehend mit Sprachen ergänzt, weil das eher so mein Ansatz ist in der Bildungsarbeit. Und dazu komme ich nachher auch nochmal. Habe ich sehr viel, arbeiten wir bei CEOC mit dem Anti-Bias-Ansatz, ein Ansatz, der von Amerika nach Deutschland sozusagen transformiert worden ist und mit auf Deutsch mit vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung gut übersetzt wird, wie wir finden. Und da ist immer dieser Grundansatz zu, nicht von sich aus natürlich von dieser zentristischen Blick und Perspektive auszugehen, sondern ne, jede Person hat wahrscheinlich doch mehr Sprachen, auch wenn es Dialekte sind. Und Dialekte werden ja sprachwissenschaftlich auch als Sprachen gewertet. Daher, also Sächsisch und Schwäbisch und so weiter, ist auch eine Sprache. Genau, und da fand ich Morgentau ein sehr schönes Wort, was ich sehr mag, weil das irgendwie sich schon fast anfühlt, was das für ein Wort ist auf Deutsch. Und habe gefunden, dass Nada das arabische Wort dafür ist. Ich hoffe, dass es in allen Regionen, wo Arabisch gesprochen wird, weil das differiert ja sehr. Auch Morgentau bedeutet und auch ein sehr beliebter Mädchenname ist. Und ich habe neulich eine Sendung gesehen auf Arte, wer es noch nicht kennt, sehr zu empfehlen. Und zwar heißt das, ach, jetzt ist mir der Name entfallen, ich sage den gleich nochmal, der kommt bestimmt. Carambolage heißt die Sendung. Da geht es immer auf die Perspektive Deutschland-Frankreich, weil Arte Deutschland-Frankreich. Und da hat man sich auch über das Wort mutterselig allein ausgesprochen und drüber unterhalten und auf Französisch heißt das moi tout seul. Moi tout seul heißt ich ganz allein oder ich mit mir ganz allein. Und da dann die Entsprechung auf Deutsch, mutterselig allein, fand ich sehr interessant, um einfach die Schönheit der Sprache zu zeigen, wie wahnsinnig leicht es auch ist, mit einzelnen Wörtern tatsächlich ganz viel auszulösen, ne? Um zu schauen, okay, die Wirkung, sprachliche Wirkung ist hart oder sehr weich oder sehr schön. Worauf ich kommen möchte, ist, dass im Deutschen und im Kontext des heutigen Themas Sensibilität, Rücksicht, Inklusion, gerade wenn es um Einbezug verschiedenster Zielgruppen geht,
das Deutsche eher ein bisschen anders dominiert wird, leider. Und zwar sehen Sie hier ein schönes Wort, und zwar angeblich einer der längsten deutschen Worte: Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber es wird behauptet, dieses Wort gibt es, aber es gibt leider ähnlich lange Worte. Und ich habe vor einigen Tagen bei Amjahid, das ist auch ein Journalist, der für Taz und Spiegel und andere Print, aber auch Online-Medien schreibt, der hat beschrieben, die Wörter Brennpunktviertel oder Brennpunktschule sind Illustrationen dafür, wie hässlich die deutsche Sprache sein kann. Ja, das ist also immer das, was ihr auch gerade angesprochen habt, Kontextualisierung. Und daher habe ich auch diesen ersten Teil tatsächlich als sprachliche Dekonstruktion benannt, in dem Sinne, dass es vieles passiert ist in den letzten Jahren, vor allem im Kontext der Migration, Integration in Deutschland, was es zu dekonstruktieren gilt, weil das tatsächlich sehr viel geschaffen hat, was nicht gut war und auch nicht gesund war und sehr viele sich nicht mitgenommen haben. Das heißt, um diese Folie als Ausgangslage zu betrachten, dass wir uns aktuell und natürlich nicht nur aktuell, sondern seit vielen Jahren in aktuellen Diskursbereichen finden, um genau diese Begrifflichkeiten postmigrantisch, transkulturell, postkolonial, Dekolonialisierung, Geschlechtergerechtigkeit, Gendern etc. etc. Das heißt, dass diese natürlich auch unbedingt diese Debatten übertragen werden sollten auf die Musik- und Musikwelt, weil sie exkludieren, weil sie inkludieren, weil sie sogenannte Integration fördern oder auch nicht. Und ich bin mehr für Teilhabe. Daher habe ich bei Integration jetzt diesen hier gemacht, aber schriftlich da vergessen. Eher die Teilhabe einer Gruppe, einer Gesellschaft von Menschen. Da stellt sich natürlich die Frage, was oder wer hinterfragt etwas? Und wenn etwas nicht hinterfragt wird, warum passiert das? Wieso bekommen bestimmte Teile der Gesellschaft nicht mit in einer bestimmten Wirkung von Sprache und Wörtern, was es für eine Auswirkung natürlich auf andere hat? Und wenn das passiert, warum und warum nicht? Ich hoffe, dass ich ein paar Antworten mitgeben kann und hoffe, dass in der Diskussion oder in den anderen Beiträgen das auch ein bisschen zusammengeführt werden kann heute, dass Sie alle etwas mitnehmen. Wir sind ja in einer Ausgangslage, dass wir von einer pluralen Gesellschaft in Deutschland reden. Wir werden Pluralist, also wir werden eine pluralere Gesellschaft. Die sozialen Medien tragen dazu bei, dass die Öffentlichkeit entgrenzt wird und sicherlich viel breiter wird, viel mehr Nischen, die auch da waren und viele Menschen auch, die natürlich da waren, vorher aber nicht sichtbar waren, nun mal mehr hörbarer und sichtbarer werden sind. Wir haben nicht die klassischen Gatekeeperinnen und Gatekeeper, wie es ja im Journalismus heißt, die vorher gefiltert haben, die vorher tatsächlich das Tor gehütet haben und bestimmte Dinge zugelassen haben, nicht zugelassen haben, geleitet haben, kommentiert haben, erklärt haben, kontextualisiert haben. Das ist ja in Social Media ziemlich schwierig. Und da komme ich nochmal zurück auf diesen Ausgangspunkt, dass das Deutsche im Kontext der Migrationsgeschichte und des Umganges mit interkulturell, multikulturell etc., da komme ich gleich drauf, oft eine sehr technische, eine juristische Begriffsprägung des Deutschen ist. Das heißt, wir haben diese Entwicklungen in der Migrationsgeschichte in Deutschland sehr von diesen technischen, juristischen, technokratischen Begriffen prägen lassen. Und somit haben sich viele Kategorien gebildet, die ich denke und wir denken in unserer Arbeit, die es zu überwinden gilt. Vor allem mit dem Ziel, ist einer der Ziele, zu sagen, es geht um Haltungen. Ja? Wir müssen Haltung zeigen, wenn wir sie beschreiben können, diese auch wirklich beschreiben und artikulieren und den anderen verständlich machen, heißt dann für mich zu positionieren. Ja? Also ich muss auch oder ich kann durch die Hilfe der Sprache mich positionieren. Und im Kontext von heute geht es natürlich darum, ob die Rolle und die Bedeutung von Worten und verschiedenster Begrifflichkeiten in allen Sprachen, die man zur Verfügung hat, in einem Raum, in einer Stadt, in einer Gruppe, in einem Orchester,
natürlich nach innen wirken und nach außen wirken. Was meine ich mit innen und außen? Das habe ich gleich dann nochmal ausgeführt. Eher tatsächlich die Gruppe, entweder die soziale Gruppe, die Band oder dieser Proberaum oder ein Projekt oder eine Studentinnengruppe und so weiter. Und nach außen ist dann natürlich genau nach außen, was das auch suggeriert, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, wenn ich auf Facebook gehe, wenn ich auf Twitter was poste, wenn ich ein Konzert habe auf der Bühne. Und da stellen sich natürlich genau dann konkreter die Fragen, welche Sprache wird benutzt, was und wer formt die Sprachen, die genutzt werden. Und vor allem, und das ist wahrscheinlich einer der Hauptpunkte, welche Norm gilt dabei? Also wer entscheidet, aus welchem Punkt aus was entschieden wird? Und bei der Norm gilt es natürlich, das Wort Macht miteinander zu reflektieren. Eine Norm ist ja Normen und Gesetze sind die Dinge, die Prozesse, die Schritte, die man festlegt, die man auch gesellschaftlich natürlich braucht, um eine Art Vereinbarung miteinander zu haben. Jedoch ist es sehr entscheidend im Zusammenhang des heutigen Themas, wer bestimmt über die Norm, was ist die Norm und von wo aus geht die Norm über. Genau, dann komme ich konkreter zu den Begrifflichkeiten. Ich gucke parallel auf meine Uhr, aber bitte auch gerne dann nochmal, wenn es zu sehr da weitergeht, mich zu stoppen und ein Zeichen zu geben. Wo wir uns befinden in der Begrifflichkeit, kann man sehr gut systematisieren in Fremdzuschreibungen und Selbstbeschreibungen. Die Fremdzuschreibung funktioniert in Deutschland leider seit mehr als 60 Jahren darüber, dass eine Mehrheit über Minderheiten Kategorien findet, Stempel findet, die sie auf die Stirn der Menschen quasi klebt, stempelt und sie damit einordnet, kategorisiert. Wir sind gestartet in Deutschland mit Gastarbeiter. Und Sie sehen, ich habe Gastarbeiterinnen auf der rechten Seite grau gemacht, denn die waren unsichtbar. Wenn man sich die Berichterstattung, die Studien etc. anschaut, sind die Gastarbeiterinnen, kommen sie so gut wie nirgendwo vor. Das hat sich gebessert, begrifflich schon allein, indem man in die nächste Stufe gegangen ist und nicht mehr von Gastarbeiterinnen gesprochen hat, Gastarbeiter, sondern von AusländerInnen, also Ausländer und Ausländerinnen. Das hat es wiederum abgelöst durch ausländische Mitbürgerinnen und Bürger. Und die Flüchtlinge, die gab es im Hintergrund immer noch. Also die sehen Sie in der Klammer, die gehen immer mit, die schreiten immer mit vor. Dann wurde aus uns, ja, also ich zähle mich ja genau als Markierte von diesen ganzen Begriffen, dann waren wir die Menschen mit Migrationshintergrund. Ich bin immer in Seminaren diejenige, die hingeht und sagt, lasst diese Begrifflichkeit, ich komme nicht und stelle mich Ihnen vor, ja, guten Tag, Badashi, ich bin ein Mensch mit Migrationshintergrund. Das wird nie vorkommen, also passt nicht. Es hat sich abgelöst von Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund. Da waren die Flüchtlinge immer noch die Flüchtlinge und die gab es auch. Die wurden in dieser Gruppe nicht mitgesehen, nicht mitbesprochen, nicht mit angehört und gar nicht. Es hat dann die Verkürzung erhalten, MigrantInnen. Und da erst zunächst, und das ist ja dann diese Phase 2014, 15, 16 gewesen in Deutschland, wo sehr viele Menschen dachten, huch, Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft. Viele benutzen auch das Wort Einwanderungsland. Flüchtlinge, das ist ein Wort, was verniedlicht. Das Wort Linge auf Deutsch, also diese Endung, dieses Suffix, macht aus etwas was Kleinem, was Unwichtigen, aber auch was, was behütet werden muss. Also es hat positive und negative Aspekte. Da hat man sich mehr dann an Geflüchtete herangewagt. Aus uns wurden dann migrantische Menschen, dann wurden wir die Menschen mit Migrationsgeschichte, die hatten wir scheinbar vorher nicht, vorher hatten wir nur Hintergründe. Oder die Geflüchteten wurden dann die Menschen mit Fluchtbiografie. Und angekommen sind wir ganz aktuell mit der aktuellen Empfehlung der Fachkommission Integrationsfähigkeit der Bundesregierung in einem ganz dicken Schinken, die eben fragen sollte, ist dieses Wort Mensch mit Migrationshintergrund noch aktuell? Und sie sagen, nein, das soll man nicht mehr benutzen. Es wird empfohlen, dass man das nicht benutzen soll, sondern Einwanderinnen mit ihrem Nachkommen ist sozusagen die zweite.
Geschichte. Und ich habe hier genug geschrieben, was tatsächlich reicht. Sie sehen die Liste, es reicht tatsächlich. Es wäre sehr schön, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und nicht quasi über uns geredet wird. Es gibt nämlich sehr viele Versuche und Prozesse der Selbstbeschreibung. Ob das eine sehr politische Aussage ist, von, dass wir sagen, wir sind migrantisierte Menschen, wir sind rassifizierte Menschen, oder aus dem anglophonen Raum vielleicht nicht ganz immer reflektiert übernommen, und ob es auch passend ist für die deutsche Gesellschaft, ist auch sehr diskussionswürdig. Die Abkürzung BIPOC oder POC auch manche, oder BPOC oder nur POC, was für Black, Indigenous und People of Color steht. Aber am allernatürlichsten, am allerschönsten und am allerklangvollsten ist eher, wenn wir sagen, ja, Aliyah, Fatima, Jan, Jawad oder Cecilia, nämlich es sind die Menschen, die hier da sind und die eine Geschichte haben und die vielleicht auch diese Geschichten erzählen wollen, vielleicht auch nicht. Und die jenseits von Normen und Zentren, die von anderen bestimmt sind, oder auch Nationen von Deutsch, Nicht-Deutsch sozusagen bestimmt werden. Das sind jetzt dann gleich die letzten zwei Folien. Ich sehe, die Zeit ist auch schon fast rum. Das heißt, diese parallele begriffliche Entwicklung aus dieser sehr technokratisch-juristischen Begrifflichkeit Ausländerin, Nicht-Ausländerin, hat sich parallel mitentwickelt in der Verwendung der Wörter multikulturell. Das heißt, man hat auch in der Bildung, in der interkulturellen Bildungsarbeit konkret mit diesen Ansätzen als pädagogische, als didaktische Ansätze tatsächlich gearbeitet und hat multikulturelle Arbeit gemacht. Das Wort Multikulti hat ja auch in der Presse ein Echo für verschiedenste Dinge genommen. Und dieses Echo war aber ein negatives Echo. Das Multikulturelle sagt immer, es gibt meinetwegen Kultur A, Kultur B, die existieren für sich. Die machen ihr Ding, und dann gibt es die schönen Feste, die multikulturellen Feste. Das Afrika-Fest, wo es dann schön was Leckeres zu essen gibt und wo schön dann auch jemand tanzt und man sich begegnet und es findet vielleicht, wenn überhaupt eine Begegnung statt. Aber dann gehen sie wieder auseinander und die Blasen, die Bubbles, die Welten, die bleiben auseinander und haben in der Realität, in den Lebenswelten nichts miteinander zu tun. Das heißt, in dieser multikulturellen Angelegenheit der Ansätze auf den verschiedensten Disziplinen hat man eher mit Exotismus gearbeitet, mit Farbenblindheit gearbeitet, hat immer die anderen zum anderen gemacht, sprich, da gibt es viele Prozesse, die man dann soziologisch auch dann bearbeiten kann, von Othering, das heißt dieses Andersmachen der anderen, egal ob das gerade überhaupt notwendig ist oder nicht. Das hat sich abgelöst, entwickelt mit den Begrifflichkeiten, die ich gerade gezeigt habe, Ausländerinnen, Migrantinnen etc., dass man zu interkulturell quasi gewechselt ist und gesagt hat, es hat was miteinander zu tun, also inter, diese Bubbles, die haben sich getroffen und es gab dann eine quasi Schnittstelle dessen, dass diese Kulturen A, B sich getroffen haben oder auch C und D und um Toleranz miteinander gerungen haben, um Anerkennung, um ihren Platz in der Gesellschaft, und die sogenannte Integration ist ihnen angetragen worden als Bringschuld in diese Gesellschaft, zu sagen, jetzt seid ihr hier, aber jetzt integriert euch doch mal und so weiter und so fort. Das ist dann eine natürlich politische Diskussion auf verschiedensten Ebenen, die man führen kann, aber dieses Wort interkulturell hat dieses Inter quasi die ganze Zeit mit sich getragen, was aber immer noch die Trennung dessen hatte, dass es da diese Kultur und diese Kultur gibt. Sie sehen, ich habe auch kulturell nochmal farblich herausgearbeitet, weil ich in diesen Kontexten eigentlich total dafür bin, dass das abgeschafft wird, weil ich bin sprachwissenschaftlich immer daran gegangen und mir kommen dann in Seminaren immer diese Begriffe von Kulturbeutel, von Hochkultur, von Subkultur. Also es ist immer eine Wertung und es ist immer so eine auch Verunglimpfung und Vereinfachung, Pauschalisierung in diesem Kulturalisieren von Dingen. Aber keiner spricht konkret davon, was meinen wir mit Kultur? Was ist eine Kultur? Was schließe ich da alles rein und was schließe ich da vielleicht aus? Daher also kulturell tatsächlich, ich bin mir ziemlich in Anführungsstrichelchen
zu nehmen. Und dann kommen wir tatsächlich ganz aktuell, und die Zeit ist auch um, sehe ich hier, zu transkulturell, der dieses Wort interkulturell, multikulturell abgelöst hat in der Arbeit, in der Forschung, in der konkreten pädagogischen Arbeit, nämlich, dass man dahingehend die inklusiven Ansätze sich angeschaut hat, das heißt den Anspruch zu sagen, jede Person, unabhängig von bestimmten Merkmalen, soll seinen ihren Teil an der Gesellschaft haben und die Strukturen sollen sich auf sie mit einlassen. Nicht die Person soll sich die Türen ständig öffnen müssen und kämpfen müssen, sondern die Strukturen müssen darauf reagieren. Und da zum Beispiel kommen wir dann im zweiten Teil drauf zu, geht es um das Verlernen. Und dieser Anti-Bias-Ansatz, den ich gerade auch erwähnt habe, ist ein sehr schöner Ansatz, der das Verlernen von bestimmten Punkten uns gut beibringt, um den Umgang in dieser Begrifflichkeiten auch mit den Verhältnissen von Mehrheiten und Minderheiten zu bearbeiten, die Differenzlinien zu erkennen und uns zu fragen, sind wir in der Lage mit Ambiguitäten, also haben wir eine Ambiguitätstoleranz, ja oder nein? Und da werden wir dann beim Begriff postmigrantisch und auf das gehe ich dann sehr gern im zweiten Teil ein. Bei diesen Begrifflichkeiten, die sich parallel entwickelt haben in der Arbeit mit Vielfalt, in der Arbeit mit diesem, irgendwie ist alles nicht mehr so homogen, was vielleicht einige Personen kannten in Deutschland und was mit diesen Migrationsbewegungen einherging in den verschiedensten Bereichen, wo man dann Antworten drauf gesucht hat im Bildungsbereich und in anderen Bereichen, die mit multikulturell, interkulturell und aktuell einigermaßen mit transkulturell beschrieben worden sind und ich habe hier einen Tippfehler, bitte nicht hinschauen. Genau, diese Exotisierung wäre es einfach nochmal wert, sich anzuschauen, denn natürlich ist so eine grundlegende Unterscheidung da, ob wir quasi nach innen, also in der kleineren Gruppe der Macherinnen funktionieren oder ob wir schon bestimmte Formate haben, wo Beteiligung, Partizipation schon da ist und bestimmte eventuelle Zielgruppen schon mit dabei sind, die auch schon sagen können, das und jenes wollen wir aufführen. Ich glaube, das hat viel mit Musikstücken in Schulen zu tun oder wir haben ja gesehen vorhin, das Netzwerk Junge Ohren ist da. Ich kenne das Projekt oder das Netzwerk nicht konkret, denke aber, dass sie vielleicht ähnliche Sachen machen. Und zwar diese Herangehensweise, wollen wir international sein und so eine breite Auswahl wie möglich haben, ein Repertoire uns erarbeiten musikalisch. Und da ist die Frage, haben wir darunter bisher so das Wort Weltmusik, diese Label draufgeklebt und gesagt, ja, die Weltmusik, die aber mit der Zeit, so habe ich es empfunden, als Nichtmusikerin tatsächlich eher einen negativeren Touch bekommen hat, nämlich diesen Touch, dass es eignen sich viele Musikerinnen und Musiker bestimmte Dinge an, die sie weder in der Ausbildung hatten, noch vielleicht verstehen, aber dennoch dieses Eventcharakter, dieses In-Sein und dass sich vielleicht auch verkauft werdens zu eigen gemacht haben. Ich denke, da gibt es genauso viele Für- und genauso viele Gegenstimmen, zu Recht auf beiden Seiten sicherlich, aber das spricht einen Stichpunkt an, nämlich die Ressourcen. Und eben dieser Norm, der macht der Entscheidung auch nach innen heraus, wie sind wir in der Lage, bestimmte Auswahlkriterien eben zu durchkreuzen oder tatsächlich doch nehmen zu müssen, weil es die Fördererinnen und Förderer so im Antrag genannt bekommen haben. Oder weil das Publikum im Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig oder in Berlin im Haus der Kulturen der Welt oder wo auch immer hören möchte. Also es kommt immer auf diese großen Spannbogen an, wo werden welche Ressourcen von wem genutzt, entschieden, um eine gewisse eben Vielfalt darzustellen, hörbar zu machen oder nicht. Ob nun im Sinne der Diversität, was wir gerade hatten als Begriff, oder im Sinne des, ja, zwar
ein deutsches Wort, Vielfalt, aber die Konnotation von Vielfalt in eine bisher sehr traditionelle Art und Weise benutzt worden ist. Und daher auch, dass es diese Angebote der neuen Begrifflichkeiten gibt, um sich abzugrenzen von den alten Begrifflichkeiten von Interkultur, Vielfalt, Multikulti etc. Und nach außen betrifft es ja dann noch konkreter und eigentlich sehr auch härter, würde ich sagen, im Sinne dessen, dass abgerechnet wird, dass reagiert wird, dass er rezensiert wird, dass in der Presse darüber berichtet wird, wie Auftritte gestaltet worden sind, eben abhängig von dem, wer was bezahlt. Es ist eine Auftragsarbeit und ich muss und will reagieren und liefern, oder das ist eher tatsächlich eine Laborsituation und eine Möglichkeit, die ich hatte als Musikerin oder Musiker frei, ja, mich auszuprobieren. Die Öffentlichkeitsarbeit hat da natürlich eine große Rolle. Und wir hatten diese Begrifflichkeit der kulturellen Aneignung, Cultural Appropriation, das heißt also die Personen, die bestimmte Dinge vermeintlich nutzen, verstanden haben, aber aus der Sicht der Empfängerinnen oder aus der Sicht von einer betroffenen Zielgruppe, wenn es denn um tief empfundene Verletzlichkeiten geht, in Richtung koloniales Erbe, in Richtung postkoloniale Auseinandersetzung, die wir in dieser Gesellschaft haben, noch nicht so weit sind wie in anglophonen Ländern, aber dennoch da diese Diskussion zu führen, um auch da genau zu sagen, okay, welche Vielfalt meinen wir? Meinen wir die sich in Deutschland befindliche Vielfalt? Meinen wir die europäische Vielfalt? Und wer gehört zu diesen europäischen Vielfalt dazu? Sind das alle, die hier einfach sind, wohnen, ihren Lebensmittelpunkt haben? Oder unterscheiden wir da schon in hiesige, in Einwandererinnen, in Migrantinnen, in was auch immer. Das heißt, diese Schritte der Exotisierung, des Fremdmachens, entspricht nicht immer den Realitäten der entweder Zielgruppen oder Fördererinnen oder wer auch immer. Also da Reflexionsprozesse sich Zeit zu nehmen im Prozess und auch finanzielle Ressourcen dafür zu planen, ist sehr empfohlen. Ein Beispiel bringe ich hier, weil das auch gerade wieder aktuell, vor vielen Jahren aktuell war, aber wieder aktuell ist. Und wir können die gleiche Diskussion in Hamburg führen, in den großen Zoos dort oder in Berlin oder woanders. Es gibt die unsägliche Tradition in Deutschland, in Europa, in Zoos schon traditionell sogenannte Völkerschauen zu betreiben. Und wir sind jetzt an dem Punkt zu sagen, wenn Zoo Leipzig zum Beispiel ein Hakuna Matata-Abend anbietet, ein aufregender Streifzug durch die Savanne Afrikas in der Kiwara Lodge und umgeben von Zebras und Giraffen, kann ich lecker essen und dann tanzen da dann so Menschen vor mir. Und diese Menschen sind ja dann so authentisch und die sind so, die gehören dazu. Ja, dann sind sie mittendrin in einem Prozess, wo sie sehr klar Halt, Stopp sagen können, wo sie sehr klar anregen können, Gespräche und verschiedene Perspektiven, um zu sagen, das ist eine konkrete Praxis von Ausgrenzung, von rassistischer Manier, Menschen zu objektifizieren, bestimmte Vorgänge zu kulturalisieren, vereinheitliche und sehr auch pauschale Bilder und Begriffe auch zu nutzen, die dann da schön mit der Musik zu verbinden. Und natürlich, wie sich es ja in der Gesellschaft in Ostdeutschland besonders auch noch mal hervortut, als vielleicht in Metropolen wie Berlin und München oder Köln, dass die mehrheitsweiße Gesellschaft dann sitzt, diniert und dann schön unterhalten wird von authentischer Musik und authentisch aussehenden Menschen, die phänotypisch als Afrikanerinnen wahrgenommen werden. Und vielleicht ist die Dame einfach Maria Cecile, die hier geboren ist und hier ja, schwarze Deutsche ist. Ja? Also diese Widersprüche von das Zusammentreffen von Stereotypen, von rassistischen Prozessen, von Ausschlussmechanismen und so weiter, die manifestiert sich in solchen exotisierenden Verständnissen und Ansätzen, die es ja in der Musik sehr stark gibt. Und ich komme ja zu dem Schritt, ob andere Bereiche wie zum Beispiel Theater und so weiter
da vielleicht ein bisschen weiter sind als die Welt der Musikerinnen und Musiker. So ist eine These, dass die Musik da noch ein bisschen hinterherhängt mit dieser Auseinandersetzung. Ich habe dieses Zitat irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, deswegen habe ich auch keine Quelle angegeben, um es nicht falsch zu machen. Aber auf alle Fälle lässt es das nachfühlen, was, glaube ich, sehr viele von uns auch wirklich nachfühlen können. Es gibt sehr viele Worte, ob weiche, harte, kurze, lange, die mit Welten aber gefüllt werden müssen. Und gerade Sie als Musikerinnen und Musiker machen das, glaube ich, tagtäglich in den verschiedensten Sprachen. Und mir ging es jetzt in diesem zweiten Teil darum zu sagen, die Sprache, die für eben solche Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch immer für Vorder- und Hintergründe benutzt worden sind, die wollen wir durch eine neue Sprache ersetzen und die wollen wir mit neuen Begrifflichkeiten auch besetzen. Und es ist ein Schritt der Selbstermächtigung, es ist ein Schritt des Empowerments, dass man sich auch in einer Musikgruppe, in einer Projektgruppe, in einer Schulgruppe, in was für einer Gruppe immer man welche Art von Musikprozessen gerade durchmacht oder des erstmal Textfindens zur Musik tatsächlich konkret mit dieser Sprache auseinandersetzen muss. Welche Sprache und die Sprache von wem benutzen wir? Sind das gängige, traditionelle Geschichten oder markieren wir in unseren Worten bestimmte Menschen? Und es ist uns bewusst, wen wir markieren. Und mit dieser Markierung meine ich genau dieses Beispiel, was ich zum Beispiel mit dem Zoo Leipzig gegeben habe. Ja, da werden vermeintlich phänotypische Merkmale genommen für Beschreibungen von Menschen, die dann natürlich als Auftragsarbeit das gerne als Musikerin annehmen und machen, aber sich selber dessen vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst sind, wo dieses Wort Safari-Feeling in der Kiewara-Lodge stand und was das Ganze bedeutet. Und dazu gibt es aktuell eine, nicht nur in Leipzig, woanders auch aktuelle Diskussionen darum zu sagen, ein Zoo ist ein Zoo. Bildungsstätten sind Schulen, Bildungsstätten sind andere Räume, in denen über solche Geschichten man sich auseinandersetzen kann und nicht in so einem Rahmen. Das heißt also, wer ist in der Position, so wie im Falle des Zoos, so einen Abend zu gestalten, diesen zu bezahlen, auch die Kundinnen und Kunden zu haben, die dafür vielleicht dann 50, 60 Euro bezahlen. Und aus dieser Position wird dann tatsächlich Musik als Schmuckstück, als Folklore, als nettes Beistück sozusagen gespielt und dient der Unterhaltung. Und da sind wir mittendrin in der auch der Konstruktion der Sprache im Rahmen der Musik. Nämlich da gilt es, denke ich, im Sinne dieser machtvollen Markierungen einer Mehrheitsgruppe, Mehrheitsgesellschaft über die verschiedensten Minderheiten, also kleinere Gruppen, die marginalisiert sind und somit von Entscheidungsmacht einfach ausgeschlossen sind, dass diese Markierungen zumindest zum Diskurs gestellt werden. Aufheben ist hier tatsächlich schon das Ende des Prozesses. Es wäre gut, wenn man manche Markierungen aufheben würde, aber ich glaube, da sind wir bei weitem noch nicht so weit. Ja? Ich habe hier ein Beispiel gebracht, Violine ist klassisch. Ja, wer sagt das? Warum ist die Violine klassisch, ein klassisches Instrument? Darf mit der Violine nicht Samba gespielt werden oder was auch immer. Ja? Also das sind immer so die gesetzten, historisch, traditionell machtvollen Entwicklungen aus einer bestimmten Epoche heraus, aus einem bestimmten, aus einer bestimmten Ressource heraus, von gesellschaftlichen Setzungen. Ja? Man spricht ja auch von Setzungen von bestimmten Dingen, die aber eben dann auch klassisch verletzen. Die klassisch ausschließen, die klassisch ganz bewusst vergessen lassen. Ja, daher die Frage, wer wird bewusst bei welcher Musik auch vergessen, ignoriert? Wer wird gespielt und wer wird nicht mehr gespielt? Welche schwarzen Komponisten und Komponisten werden im Gewandhaus zu Leipzig je gespielt? Kennen die Menschen im Ensemble, die fest angestellten Musikerinnen und Musiker mit sehr gutem Gehalt und sicheren Zukunftsperspektiven, kennen sie denn ein bestimmtes Kanon, einen bestimmten Kanon, den in der Ausbildung vielleicht, und das ist ja unverschuldet, wenn im Bereich der Ausbildung und so weiter die Dinge nicht zum Erscheinen kommen, ja?
Und das Gleiche gilt natürlich beim Instrumentarium, den es zu erweitern gilt. Das Gleiche geht es um die sogenannten Genres und den Kategorien. Das hatte ich ja vorhin, diese Begrifflichkeit. Es werden viele Kategorien für das Anderssein, für die anderen außerhalb unseres vielleicht eurozentristischen hinaus kategorisiert. Die gilt es zumindest zu kennen, zumindest zu reflektieren, um oder neu zu benennen. Ich hatte vorhin von einem Ansatz gesprochen, dem Anti-Bias-Ansatz. Das ist ein sehr schöner Ansatz tatsächlich, der aus der Anti-Apartheid-Bewegung Südafrika kommt, in den USA auch sozusagen antizipiert ist und in den Bildungsbereich, in die soziale Arbeit von Erzieherinnen in Schulen, sozialen Arbeiterinnen und so weiter genommen worden ist. Und von Louise Derman Sparks sozusagen theoretisiert worden ist. Und in Deutschland ist das Projekt der FU Kinderwelten übernommen hat und für den deutschen sprachlichen Raum transferiert hat, nämlich in dieses vorurteilsbewusste Sprechen, in das vorurteilsbewusste Erziehen, in das vorurteilsbewusste Bilden in jeglicher Richtung. Das heißt, da gilt es tatsächlich um dieses Plural, was ein Zeichen ist, um dieses Bewusstsein kennzuzeichnen. Es geht nicht nur um Deutsch. Es gibt nicht nur Deutsch in Deutschland. Deutschland ist nicht nur ein homogen geprägte Landschaft und Region, aber in Deutschland gibt es die Friesen, in Deutschland gibt es die Slawen, also die in Lausitz lebenden Menschen, die auch als Minderheiten anerkannt sind. Und es gibt in Deutschland die Sinti und Roma, die auch anerkannte Minderheit sind mit Romanes und vielen anderen Sprachen. Also auch wenn wir von Deutschland sprechen, haben wir nicht nur Deutsch als Amtssprache, sondern wir haben sehr viele Dialekte, wir haben sehr viele Sprachen. Und das gilt es bei uns in der Auseinandersetzung mit den Sprachen tatsächlich in Bezeichnungen, in Kategorisierungen zu verlernen. Vielleicht zusammenfassend zu sagen, es gibt Archive, die wir natürlich Kanon, Archive, die wir in historisierenden Prozessen von Bildung, Ausbildung, Reisen, Tourneen und so weiter erlernt haben, mitgebracht haben, aber nicht die Perspektiven reflektiert haben. Woher kommen die? Was bedeuten die? Mit welchen machtvollen Prozessen sind die einer bestimmten Gruppe übergestülpt, als Zwang auferlegt, oder ist das eine freiwillige Annahme eines Auseinandersetzens? Das heißt, da sind wir in diesem Wandel zwischen Sprache, Instrument, Kanon etc., um zu sagen, auch eine transkulturelle Musiktradition in der postmigrantischen Gesellschaft in Deutschland, in einer pluralen Gesellschaft in Deutschland, in Europa, geht es darum, die Machtverhältnisse zu reflektieren, die Normen zu ändern. Und da in diesem Zusammenhang würde transkulturell bedeuten, dass wir uns der Musiktraditionen, die hier eine Rolle spielen, die da sind, die wesentlich sind, die in der Ausbildung da sind, die wir mitgenommen haben, tatsächlich so um Musikgeschichten, um andere Traditionen, um zeitgenössische Musik, was eine sehr kraftgebende Initiationsmoment ist sozusagen, erweitern müssen unbedingt, um wegzukommen von diesen Kategorien, von diesen Markierungen. Zudem würde es helfen zu sagen, diese plurale Gesellschaft in Deutschland ist fragmentiert. Und diese fragmentierte Gesellschaft, in der wir uns befinden, hat Kennzeichen. Und erkennen wir diese Kennzeichen? Und wenn die Kennzeichen wegführen von Harmonie, von homogen Deutsch, homogen Mitteldeutsch, homogen Weiß dominiert in der Mehrheit, er führt zu anderen fragmentierten Teilgesellschaften und Öffentlichkeiten, ne? Nicht nur technisch und Social Media, sondern im realen Leben, in der Schule. Wie viele Kinder mit Migrationshintergrund sitzen in der Ausbildungsklasse, in der Musikhochschule hier in Leipzig oder in dem Ensemble bei Ihnen oder bei Ihnen? Und wo führt das hin, dass diese Teilgesellschaften, die Vertreterinnen der fragmentierten Teilgesellschaften mit in der Runde sitzen und quasi zunächst zu einer Heterogenität führen, das heißt zu einer Vielfalt, was auch zwangsläufig, und das ist da drin, das müssen wir mitbearbeiten, das gehört zu dieser Ambiguitätstoleranz auch, dass es zu Disharmonien führt. Ich glaube, da habe ich ein N zu viel, Entschuldigung. Und diese Disharmonien erzeugen Dissonanzen. Diese Dissonanzen, die sind Merkmale dieser
heterogenen Welt, heterogenen Gruppe, die wir entweder im Kanon wiedererkennen, den wir jetzt vielleicht bewusst und unbewusst neu setzen, die wir in den verwendeten Sprachen erkennen. Und da gilt es zu wissen, ist das bewusst, ob es diskriminierungskritisch ist, rassismuskritisch ist, um da solche Beispiele wie Beispiel Zoo Leipzig tatsächlich zu reflektieren. Und da kommt dieses quasi aktuellere Wort, ich sage jetzt nicht neu und denen es zu verwenden gilt, Wort, sondern das Wort, was vieles vielleicht einfach klarer macht, nämlich, dass wenn wir dann mit dem Bewusstsein einhergehen, gerade in der Musik zu sagen, es sind andere neue Klänge für mich, für meine Gruppe, für meinen Chor, auch eine andere Ästhetik, die ich vielleicht nicht kenne, die mich vielleicht auch irritiert, positiv irritiert oder eben vielleicht auch negativ irritiert, die ich aber ins Positive übersetzen lassen möchte, dass das aber auch die Art und Weise, wie bestimmte Gruppen auch durch die Technik und durch die IT-Welt und Digitalisierung miteinander in Echtzeit tatsächlich kommen, also diese Echtzeitmusik und neue Musikgattungen und Instrumente miteinander so in ein neues Verhältnis kommen, dass man sagt, die neue Musiksprache aus der Perspektive hier in Deutschland, dass wir eine Migrationsgesellschaft geworden sind, in der dieser Fakt Migration hinter uns liegt. Wir reden nicht ständig von Leuten, die neu hierher kommen, hierher migrieren, sondern es geht darum, was danach ist, das Postmigrantische, nämlich es gibt keine Diskussion mehr, ob oder ob nicht. Es ist klar, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind und dass sehr viele Menschen in verschiedenster Generation hier leben, hier bleiben werden, hier prägen, hier ihre Musik, ihre Gerüche, ihre Klänge, ihre Traditionen mitbringen. Und diese gilt es tatsächlich als politische und als gesellschaftliche Realität, auch in der Verantwortung als Musikerin, neu zu beschreiben, neu zusammenzubringen und neu hörbar zu machen. Das wäre dann sozusagen das Postmigrantische. Und ich glaube, ich habe noch zwei Folien, aber die Zeit ist rum. Da geht es um sprachliche Wendungen. Ich habe zufällig tatsächlich ein Interview vor einiger Zeit gehört, ich glaube im Deutschlandfunk, da ging es um den polnischen Lyriker und Schriftsteller Sagajewski, der viel über Rilke geschrieben hat, dass Rilke tatsächlich dieses Verständnis erklärt hat, solange eine Epoche dauert, solange kann man etwas beurteilen. Aber wenn diese Epoche quasi vorbei ist, geht es um Neumischen, neu auseinanderhandeln und neu beurteilen miteinander und neu auseinandersetzen. Das beschreibt, finde ich, das Ganze ganz gut, nämlich wir sind in einer Zeit, wo Musik, ein Lied, eine auch neue Chance bietet in einer quasi neueren Epoche, in der wir uns befinden und eben nicht die Epoche eines Mozart und eines Bachs oder von wem auch immer, ewig das gleiche Kanon zu spielen. Da sind wir ja auch in einem ganz großen anderen Bereich, nämlich der Audience-Forschung. Das heißt, wie öffnen sich so große etablierte Häuser wie die Philharmonien etc. für ein Publikum, damit dieses Publikum sagt, ja, das ist meine Musik. Also die Musik, die Sie jetzt in der Pause gehört haben, wird man zumindest das eine erste Lied von Ahmad Zaher nicht in so eine Einrichtung hören. Das bedeutet, die Perspektive, diese Mehrperspektivität einer deutschen pluralen Gesellschaft findet da nicht statt. In der Auseinandersetzung von Sagajewski wird von Asymmetrien gesprochen, die sind nötig in der Musik, damit wir dieses ewige Ebenbild, diese Langeweile überwinden können und tatsächlich neue Hörhaltungen entwickeln, Ähnlichkeiten finden, aber an den Unterschieden gemeinsam Trost finden, und Musik spendet ja oft Trost und aber auch vieles anderes. Das heißt, da spielt vieles dafür, dass wir die Einfalt überwinden und zu einer Vielfalt hinkommen oder Diversität oder was auch immer. Und Max Czolek, der spricht von radikaler Vielfalt zum Teil, der das quasi noch konkreter und noch pointierter rüberbringt, dass die in der postmigrantischen Deutschland sich befindlichen Menschen, Generationen, Musiken, Klänge, Sprachen,
da sind, ihren Teil in der Gesellschaft möchten, ihren Teil in den Musikprogrammen finden, in der Ausbildung finden, in der Förderung finden, in den Ensembles und ja, alles andere auch finden möchten. Vielleicht mache ich hier kurz einen Stopp. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Folien, aber die können wir vielleicht nachher dann noch mitnutzen. Genau.